jetzt kommt Dirk Pohlmann. Dirk Pohlmann wird sich selber vorstellen. Hallo Dirk, lang nicht mehr gesehen und gehört. Ja, ja, hallo. Also ich habe irgendwas gelesen, dass ich ZDF-Journalist gewesen wäre. Ich habe für das ZDF gearbeitet, ich war nie beim ZDF. Ich bin ein Jahr festangestellt gewesen. Seitdem war ich immer Freiberufler und habe als Freier, das ist ja ein doppeldeutiger Begriff in dem Bereich von Prostitutes, habe ich gearbeitet und habe also eine Reihe Dokumentarfilme, Wissenschaftsjournalist, alles Mögliche habe ich in der Zeit gemacht. Ja. Ja, aber du hast dann irgendwann, nachdem du lange als Freier fürs ZDF gearbeitet hast, es gibt ja auch den Begriff, den wenige verstehen, vom festen Freien, also von dem, der frei ist, aber relativ fest dann für einen Sender arbeitet. Das wäre ja dann bei Phoenix, ARD und ZDF. Und wenn man nur fürs ZDF arbeitet, für die Dokumentation, dann eben auch eine direkte Abhängigkeitsbeziehung oder auch eine privilegierte Beziehung. War auch so, war eine Abhängigkeitsbeziehung auf jeden Fall, das entwickelt sich so. Ne? Das heißt, die Strukturen in den öffentlich-rechtlichen Sendern sind so, dass die Verteilung der Aufträge ist die Macht, mit der man das ausüben, die ausgeübt werden kann. Und das funktioniert sehr subkutan, also nicht mit großen Druckmitteln, sondern man merkt halt, wer Aufträge kriegt und wer nicht. Und so lässt sich das sehr gut steuern, ohne dass man Daumenschrauben anlegen muss. Bei mir war es allerdings so, dass bei meinen letzten zwei Filmen irgendwo auf dem Weg zwischen der Produktionsfirma und dem Sender meine Texte verändert. In einigen Fällen im letzten Film waren Fehler eingebaut worden, was ich überhaupt nicht mehr lustig fand. Einfach damit es für sie plausibler klang, weil der Film an sich ziemlich unglaublich war. Das war Täuschung, die Methode Reagan. Und die Sachen waren halt größtenteils in den Interviews drin, weswegen auch die Interviews zusammengekürzt wurden und die Benennung der Leute auf unwesentlich umgesetzt wurden. So wurde aus dem Direktor Sicherheitspolitik in der Regierung Palme ein namenloser Sicherheitsexperte, den ich in irgendeinem Rinnstein aufgelesen habe. Der Leiter der dritten Untersuchungskommission zur U-Boot-Affäre, der sich selber so vorgestellt hat, ein Karrierediplomat aus Schweden, der in Israel bei der UN, also alle möglichen Posten hatte, der wurde dann auch als namenloser Sicherheitsexperte und man nahm das weg, wo er sagt, und so wurde ich zum Generalsekretär der dritten Untersuchungskommission berufen. Das ist dann raus, damit man, dann wurde zum Beispiel, also einer von den krassen Sachen war, ich hatte gezeigt, dass der Vizechef der amerikanischen Marine, Admiral Ace Lyons, hat ein merkwürdiges Verfahren entwickelt, weil er sich sagte, man muss die Soldaten den Krieg spüren lassen. Ein Manöver genügt nicht, es muss physisch werden, sagt er. You have to get physical, also sozusagen, das heißt auch richtig ran. Und hat seine Navy Seals, hat er trainieren lassen, Überfälle auf amerikanische Einrichtungen zu machen. Es ging so weit, dass sie ein amerikanisches Nuklear-U-Boot entführt haben. Das ist eine von den Operationen, die da durchgeführt wurde, um die Leute sozusagen darauf zu bringen. Es wurde Waterboarding durchgeführt bei Gefangenen, es wurden Bomben geworfen, scharfe Bomben. Davon gab es Videoaufnahmen, ich habe sie gezeigt und im Film wurde dann umgeändert darauf, dass es Manöver gab der amerikanischen Streitkräfte. Das waren eben genau nicht Manöver, sondern keine der beiden, also das heißt, die Leute, die angegriffen worden sollten, denken, der Angriff ist real, damit sie entsprechend in dem Gemütszustand auch sind. Und es wurde mit scharfen Waffen gearbeitet. Und genau dieser Punkt, der dann in Schweden ja zum Tragen kam, indem man mit U-Booten reingefahren ist, um der anderen Seite den Eindruck zu erwecken, es sind die Sowjets gekommen, das ist dann entschärft worden auf, dass es Manöver gab. All solche Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, es hat keinen Zweck. Also wenn solche Sachen beim ersten Mal bei den Änderungen hatten sie mir gesagt, oh, tut es furchtbar leid, es ist ein Fehler gewesen. Und dann war der zweite Film und da war es genauso. Und dann wurde mir noch dazu, das ist ganz lustig eigentlich, ich war in St. Petersburg bei einem Filmfestival und die hatten mir gesagt, zieh dich heute Abend mal ganz gut an, nicht so wie sonst immer. Du kommst nachher auf die Bühne, ja, und ich habe dort den Preis für den besten ausländischen Film bekommen und wurde ich gefragt, gibt es jetzt schon eine englische Version davon? Habe ich geguckt im Internet, es gab eine englische Version und die war wieder ohne mich hergestellt worden. Also umgetextet, umgeschnitten, ohne mich, ohne den Autor. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, was ist denn da jetzt schon wieder los bei euch? Also es reicht mir jetzt langsam. Und dann sagten sie, ja, Dirk, es tut uns furchtbar leid. Wir müssen dir sagen, dass deine Filme die Qualitätsanforderungen des ZDF nicht erfüllen. Sie sind qualitativ einfach zu schlecht. Wir müssen sie verbessern. Und ich sagte, das ist eine gute Aussage. Ich kriege jetzt gleich den Preis für den besten ausländischen Film. Da ist eine gewisse Diskrepanz in der Bewertung. Und es hat keinen Zweck mehr. Das war's mit mir. Ja, ciao. Und so war das dann auch. Und es war einfach nicht erträglich. Das ist, wenn sie
als wenn man als Ehefrau nach Hause kriegt und kriegt jeden Abend sozusagen eine Tracht Prügel und soll dann hinterher sagen, ich glaube daran, dass irgendwas wieder besser wird. Ja, glaube ich eben nicht. Was wäre für dich drei Fragen in einer die schlimmere Manipulation und Unterdrückung? Die Unterdrückung in der Vorbereitung und jetzt der Weiterspulung des Ukraine-Krieges, die Unterdrückung in der Corona-Pandemie und wie bist du bei beiden persönlich befasst? Kannst ruhig ein bisschen länger reden, deswegen habe ich meine Frage noch 3 in Ja, 1. okay. Also das heißt, es ist der Punkt ist, dass einfach in Deutschland, was ich sozusagen Ukraine-Krieg finde ich ganz besonders fürchterlich, weil ich die Berichterstattung als Kriegspropaganda sehen würde. Also das heißt, es gibt keine, wir sind ja angeblich nicht Kriegspartei. Wir berichten aber in unseren Mainstream-Medien, als wenn wir eine Kriegspartei wären. Und für den Sieg irgendwie, alle Räder müssen rollen, für den Sieg in dieser Attitüde agieren würden. Das heißt, der Journalismus, der eigentlich aufgefordert wäre, eben einen Biden, Putin, Lukaschenko, sozusagen was auch immer dort jetzt gerade wichtig ist, Versteher zu sein. Das heißt zu sagen, was sind die Interessen der einzelnen Gruppen, warum tun die das? Und zwar auch das, was als Hintergrundinteressen da ist, nicht nur das, was in der Politik gesagt wird. Und stattdessen ist es, als wenn es Regierungssprecher da agieren. Ich bin vor kurzem aufgewacht und hatte gedacht, es sozusagen, ich hätte mir gewünscht, ich hätte es nicht den Radiowecker auf Deutschlandfunk eingestellt. Da wurde dann gesagt, der Ukraine-Krieg muss jetzt in eine entscheidende Phase gehen und es muss endlich eine Offensive des Westens geben und Deutschland muss sie anführen. Und ich habe gedacht, ich bin kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der Zeitmaschine rausgekommen, weil das ähnlich ist. Im Ersten Weltkrieg waren es ja die Journalisten, also die bürgerliche Presse, die diese Hetze in Richtung Krieg betrieben hat. Die Bevölkerung, wie wir heute wissen, war nicht der Geist, insbesondere Arbeiter und Bauern, nicht in diese Richtung. Ich habe es in der Schule noch gelernt, dass im Ersten Weltkrieg die Leute mit Begeisterung in den Krieg gezogen sind. Das ist eine Funktion des Bürgertums gewesen. Und die Schlimmsten waren die Journalisten. Und so ist es genauso wieder. Ich denke, so Leute wie heißt sie jetzt, also die Beraterin Florence Gaub, ja, die dann sagt, das Schlimmste an den Atomwaffen ist die Angst vor den Atomwaffen. Da wird mir schlecht, wenn ich das höre. Ja? Da ist, also sozusagen, ich denke, was werden die mit meinen Kindern anstellen? Also was haben die vor, diese Leute? Das ist, ich finde, der Journalismus versagt. Also ich glaube, wir haben alle insgesamt eine politische Aufgabe und das ist dafür zu sorgen, dass Diplomatie und Friedensverhandlungen erfolgreich sein können, nicht in Richtung Krieg zu argumentieren. Und egal auf welcher Seite, für mich ist der Ukraine-Krieg auch deswegen absolut unerträglich, weil es mittlerweile 400.000 ukrainische Soldaten bei den Russen, weiß nicht genau, wir reden auf jeden Fall über mehr als eine halbe Million junger Männer, die ihr Leben gelassen haben. Und für was eigentlich? Also ein Krieg, der ohne weiteres zu verhindern gewesen wäre, wenn man es denn gewollt hätte. Es wird immer gesagt, unprovozierter Angriffskrieg. Das mit dem Angriffskrieg ist richtig. Das ist leider so. Unprovoziert ist eine Lüge. Und die Lüge ist, dass man darauf zugearbeitet hat, dass es diesen Krieg gibt, ihn nicht versucht hat zu verhindern und sozusagen immer noch mal einen draufgelegt hat. Also Putin dargestellt hat als tollwütigen Hund, aber er ist in Wirklichkeit ein Hund, der in die Ecke gedreckt wurde und mit Schuhen bearbeitet und man sich wundert, wenn er schnappt, so ungefähr. Ja. Das ist eins. Und bei Corona war es so, am Anfang war ich der Meinung, ich habe das war nicht in der Liga der Leute, die meinten, das ist von Anfang an Betrug. Meine Nase war nicht besonders gut in diesem Fall. Ich habe gedacht, das ist einfach okay. Das ist Wissenschaft, das ist Medizin, da werden wir entsprechende Sachen dann schon erfahren. Also keiner weiß genau, was jetzt richtig ist, wie damit umzugehen ist. Und wurde dann zunehmend skeptischer, als ich merkte, dass Grundgesetzregelungen Schönwetterregelungen geworden sind, dass das ausgehebelt wurde. Dass das genutzt wurde im Endeffekt, für mich das ist so eine Art Legion Condor im spanischen Bürgerkrieg, wo man schon mal die ganzen Verfahren ausprobieren konnte, die in dem Zweiten Weltkrieg angewandt worden sind. Also so, wo der autoritäre Staat auf einmal sein Gesicht zeigt und leider auch die Deutschen ihr Gesicht gezeigt haben. Ich bin dann zu der Zeit zum Beispiel in Griechenland gewesen und ich war auf dem Weg dahin, einen Tag vorher war ich im Zug, wo eine Frau dafür gesorgt hat, dass ein Mann, der die Maske nicht richtig trug, von der Bundespolizei aus dem Zug abgeholt wurde, mit harter Intervention beim Schaffner. Und in Griechenland,
war ich dann, habe eine Badehose gekauft, bin zur Kasse gerannt, großer Laden, keine Leute drin. Die Frau an der Kasse zieht die Maske hoch und ich kam zu ihr und habe gesagt, wissen Sie, wegen mir müssen Sie jetzt nicht aufsetzen, alles in Ordnung. Und dann guckte sie mich an und sagte, ach, wissen Sie, ich weiß doch auch nicht, was da richtig ist. Und das war menschlich, das war eine menschliche Reaktion, wo ich gedacht habe, und das, was ich in Deutschland erlebt hatte, war ein Blockwarte im Einsatz. Und seitdem habe ich auch nicht mehr, ich habe einen gewissen Widerwillen gegen die Grundstimmung in diesem Land. Das gefällt mir überhaupt nicht mehr. Ja. Vielen Dank, Dirk, für die Einschätzung. Solche Erlebnisse habe ich auch gehabt. Ich saß im Zug hinter mir eine Frau. Würden Sie vielleicht Ihre Maske gerade aufsetzen? Ich habe auch meine Gesundheit. Da bin ich aufgestanden in dem ganzen Abteil, habe ganz laut zu ihr gesagt, für Sie hätte man in der Deutschen Demokratischen Republik und bei der Stasi beste Verwendung gehabt. Alles puderrot angelaufen. Einige Leute haben gelacht und geschmunzelt. Aber das war wirklich meine Überzeugung. Da wundert man sich dann nicht über Blockwarte, da wundert man sich dann nicht über irgendwelche Stasi-IMs, die da, was weiß ich, Leute verpetzen, die Ausreiseanträge stellen. Die Mentalität ist da wachgerufen worden und wird immer wieder durch Angst und Panikmache wachgerufen. Wir haben übrigens, Dirk, letztes Mal sind wir auf eine Goldader getreten, also videotechnisch. Wir haben einen kleinen Rainer Krönert, du kennst vielleicht unseren Kabarettisten Rainer Krönert, wo er als Adolf Hitler die Frau Baerbock lobt. Und er ist jetzt mit Hunderttausenden am Laufen und viral und es wird täglich und stündlich mehr. Also überall geht das Ding rum. Und das ist richtig schön geworden, wo dann die Wehrmachtssoldaten mit der Regenbogenfahne Maschinen Adolf Hitler sagt, wäre ich nur damals auf die Gleichgeschlechtlichkeit und die LGBT-People gekommen, BQ-People gekommen, dann wäre der Zweite Weltkrieg vielleicht ganz anders verlaufen. Letzte Frage an dich, Dirk. Wo siehst du das Hauptbedürfnis, das Hauptdefizit in der medialen Arbeit? Können die alternativen Medien, also das, was wir mit Mozart Deutsch machen, was mit Apollut passiert, was die Nachdenkseiten machen, diese Lücke auch nur teilweise schließen? Teilweise ja, ich will das nicht. Ich bin im Moment dabei, mich in IT einzuarbeiten, weil es hochinteressant wird. Wir haben ja das neue Digital Services Act und ich gucke mir diese ganze Entwicklung an, also insbesondere in den westlichen Ländern. Und es geht halt in Richtung einer immer perfektionierteren Zensur. Der Sack schließt sich langsam um den Hals herum. Ja, es wird immer weiter zugezogen. Und das ist zum Teil gar nicht im Bewusstsein. Also dieser wunderbar anarchische Ort Internet, den wir hatten, ist zunehmend in Gefahr, ist er schon lange, sondern er wird einfach beseitigt. Also es ist so, ich habe gerade gesehen, Google bietet jetzt automatisches Fact-Checken an. Und dann gibt es eine Tabelle, die ich mir gezogen habe, ja, wo die einzelnen Medien drauf sind, da sind noch nicht viele Deutsche. Ich habe mir so durchgeguckt, da sieht man Korrektiv. Also das heißt Fact-Checking von Google. Und dann kommt dabei raus, dass zum Beispiel Quellen wie diese hier jetzt oder andere werden dann von vornherein aussortiert, weil sie als nicht glaubwürdig bezeichnet werden. Wir haben diese ganze Einschränkung durch Paragraphen, die uns gegen Hassrede schützen sollen. Ich bin zum Beispiel, werde ständig in Ich habe mich ja gegen Wikipedia gewehrt, also gegen die Manipulation der Wikipedia, die dich ja auch betraf. Ja? Also das heißt, wir haben herausgekriegt, wer es war, auch bei dir. Es war ein großer Überraschungseffekt. Und die Strafe dafür ist, dass ich in Psiram, ich habe jetzt den längsten Eintrag überhaupt, ich bin der gefährlichste Mann Deutschlands in Psiram. Und das ist die Strafe. Und mein Wikipedia-Eintrag wird auf vollkommen korrupter, Putin-freundlicher Idiot umgeschrieben. Also wenn man kritisiert, gibt es dort ein Machtinstrument, ein Pranger, der auch mit Unterstützung, er wird also von der Medienagentur Berlin-Brandenburg, die zuständig dafür ist, eigentlich dafür zu sorgen, dass man diese Leute verklagen könnte. Aber sie operieren unter der schützenden Hand des Staates, kann man sagen. Denn Ergebnisse werden über die Amadeo-Antonio-Stiftung für Staatssicherheit, heißt die, glaube ich, oder hieß sie anders, ich bin mir nicht sicher, werden die verbreitet, sogar in Schulen. Schüler werden aufgeklärt darüber. Dann wird ihnen gesagt, guckt in Psiram nach, da seht ihr dann, da habt ihr gute Informationen darüber, wer die bösen Leute sind.
Und das läuft so. Und wenn ich von Hassrede und sowas höre und diese unsäglichen, andauernden Antisemitismusvorwürfe, ich habe jetzt gerade in einem englischsprachigen Programm habe ich erzählt, dass Nirit Sommerfeld, eine Deutsch-Israelin, eine Jüdin, deren eine Hälfte der Familie in Konzentrationslagern umgekommen ist, die muss sich jetzt als Antisemitin beschimpfen lassen. Das ist juristisch festgelegt. Der Begriff des Antisemitismus ist mittlerweile freigegeben. Kann jeder über sozusagen sagen, da kann man sich nicht mehr, also man wird als Antisemit bezeichnet. Und ich fände, es wäre unbedingt an der Zeit. Ich war beim Bagdi-Prozess übrigens, wo die Staatsanwältin, die gleichzeitig die Landesbeauftragte für Antisemitismus in Schleswig-Holstein war, sagte tatsächlich zu Professor Bagdi, dass Bagdi den Juden ihr Lebensrecht absprechen wolle. Und dann gab es Gelächter im Raum, weil das war jetzt so over the top, dass da keiner mehr mitgehen wollte. Und dann kam ihr Röntgenblick über diese, da sitzen sie, die Antisemiten. Ja. Also das war, so sind wir dann. Und ich würde fordern, dass wir endlich mal Beauftragte kriegen für den Schutz der freien Rede oder der Ausdrucksfreiheit. Es geht ja nur in die eine Richtung, dass geguckt wird, dass quasi die Sachen, die unter diesem Signet laufen, ganz am Anfang war es mal Kinderpornografie und Rauschgifthandel, der bekämpft werden musste, dann gibt es immer irgendwelche hehren Ziele, wo man sagen kann, na klar, wer ist dafür, dass kleine Hunde gefoltert werden oder sowas, ja. Aber es geht dann letztendlich, findet man sich in irgendeinem Tigerloch mit einer Bambusstange oben drüber, wo Wärter patrouillieren und alle Leute drumherum sind, welche die Zeitung gemacht haben. Das ist das Ergebnis von solchen Gesetzen. Und das wird auch, aber anstelle, dass man sich sozusagen sagt, das ist bei uns systemisch wichtig, dass die Medien funktionieren, werden sie immer weiter eingeschränkt und der Staat tut so, als wenn er der beste Wächter der Meinungsfreiheit ist, den es gibt. Das ist er auf keinen Fall. Wir haben auf der anderen Seite Gesetze, die aus dem 18., Vorstellungen, die aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht auch noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, die ein Abwehrrecht gegen den Staat postulieren, aber es waren großenteils Privatunternehmen, unter denen man zu leiden hatte, die großen Social-Media-Plattformen. Das geht alles an der Realität vorbei und ich sehe nicht, dass im Westen, dass der Westen noch an seine Grundlagen der freien Rede, die ein Teil der demokratischen Kultur ist. Es ist ja eine Mischung aus Kapitalismus und Demokratie und dieser Teil der Demokratie wird abgeräumt langsam. Und das halte ich für die größte Gefahr, die uns besteht. Und ich würde denken, die Alternativmedien haben ein Problem. Sie können solche Programme machen wie dieses hier mit Gesprächen. Dokumentation, Reportagen, Nachrichten findet nicht statt bei uns. Wäre genauso wichtig, dass das gibt. Dafür braucht man einen Aufwand. Geld, genau. Und deswegen ist meine Forderung, dass die Grundfunkgebühren, also müssten massiv gekürzt werden. Und man müsste gucken, wer erfolgreiche Programme macht, die viele Leute sehen wollen. Und der müsste mit in diesen Topf reinkommen. Ausbildungsmöglichkeiten, Ausrüstung, Unterstützung sozusagen von Altmeistern der verschiedenen Sparten, dass von unten und von der Seite das nachwächst, anstelle dass diese Leute in der Lage sind, ihre eigene Filterbubble zu bilden und dann noch darüber zu bestimmen, wer ihr Nachwuchs ist und sich immer weiter als Bubble sozusagen schwebend wegbewegen von dem, was ich als Normalbevölkerung oder die Unterschicht bezeichnen würde. Das ist ein reines, also das ist ein grünes Unternehmen. Der Rundfunk ist mittlerweile ein grünes Unternehmen und die haben uns leider auch in diesen Krieg mit reingeführt. Vielen Dank, Dirk Pohnmann. Wir wissen ja voneinander, warum wir in Wien diesen Kongress gegen Wikipedia vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren gemacht haben. Bei dir sind die Einträge erlogen. Glaubt nicht den Einträgen auf Wikipedia bei Dirk Pohnmann. Bei mir sind es auch, also ich soll vor 51 Jahren mit einem Mann der Staatssicherheit der DDR Kontakt gehabt haben. Und immer wenn ich dann den Fahndungsbefehl der DDR und der Stasi gegen mich in dieses Wikipedia hineingebe, ist es 24 Stunden später wieder von Geisterhand verschwunden. Ist ein Teil. Wikipedia ist die siebtmeistgeklickte Webseite der Welt jetzt und deswegen unter großer Begehrlichkeit von Stellen, die gerne manipulieren möchten. Und man müsste deswegen zumindest Geheimdienst. Ja, ganz genau. Also das hat ja auch der Sänger, also einer der Erfinder von Wikipedia jetzt gesagt, dass von Anfang an diese Begehrlichkeit da war. Und das ist nicht deswegen erfunden, aber das zeigt sich, dass welche Macht das hat, wenn man definieren kann, was über jemand gedacht wird, welche Begriffe. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, wo ich mit einem jungen Mann arbeiten wollte, dessen Vater ich kenne als ehemaligen Kollegen und der Junge wollte nicht mit mir reden, weil er meinen Wikipedia-Eintrag gelesen hat. Und Das war ein Job, den ich vergeben wollte. Also das heißt, dieser Machtmissbrauch, und das ist eben das, was ich erwähnt habe im Zusammenhang mit dem Staat. Es ist nicht so, dass der Staat sagt, oh Moment, hier haben wir Machtmissbrauch, sondern die tun so, als wenn der Machtmissbrauch nur von uns käme
Und wenn Ken Jebsen abgeschaltet ist, ist die Welt wieder in Ordnung. Also Daniele Ganser sagt, bei naturwissenschaftlichen Ereignissen guckt Wikipedia an, googelt, aber bitte nicht bei Politik und Geschichte und bei lebenden Persönlichkeiten, die der herrschenden Macht gefährlich werden. Herzlichen Dank, Dirk Pohlmann. Googeln Sie bei ihm, gucken Sie nach und glauben Sie nicht alles, was Wikipedia schreibt, aber glauben Sie Dirk Pohlmann. Herzlichen Dank. Wir machen jetzt sofort weiter.